Hallo und willkommen in Erwins Campingwelt. Wir haben unseren letzten Urlaub auf dem Südseecamp in Wietzendorf verbracht und möchten euch diesen Riesenplatz etwas näher zeigen. Videos über das Südseecamp gibt es ja schon einige, daher werden wir mehr auf die Mietwohnwagen eingehen, da wir einen Wohnwagen dort gemietet haben. Wir zeigen euch, wo sie stehen, von wo man den besten Blick auf den See hat und natürlich den Platz im Allgemeinen. Aber fangen wir von vorne an. Wenn ihr ankommt, stellt ihr euch dort auf den Anreiseplatz. Dahinter gibt es eine Übernachtungsoase für Wohnmobile mit Fähr- und Entsorgung und einer WC-Anlage. Hier dürft ihr aber maximal 3 Nächte stehen. Bei Anmeldung in der Rezeption haben wir nicht nur die Schlüssel bekommen, sondern auch ein kleines Willkommenspaket. Das fand ich so süß. Es wurde direkt ein Abnahmetermin für den Abreisetag vereinbart. Dann an diesem Tag kommt eine Hausdame vorbei, sieht sich an, ob im Wohnwagen alles ordentlich und besenrein und nichts kaputt hinterlassen wurde und bestätigt das dann auf einem Formular. Das gibt man dann zusammen mit den Schlüsseln an der Rezeption ab. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte die Endreinigung mitgebucht. Da wir immer alles ordentlich und sauber hinterlassen, hätten wir uns diese Kosten auch echt sparen können. Das waren immerhin 70 Euro. Naja, aus Fehlern lernt man halt. Der Wohnwagen ist mit allem ausgestattet, was man braucht. Von der Kaffeemaschine über Geschirr zu Gartenmöbeln für draußen, Besen, Mülleimer, sogar eine Spülschüssel ist vorhanden. Der Frischwassertank muss selbst gefüllt werden. Dafür findet ihr eine Gießkanne im Wohnwagen. Um den Abwasseranschluss und Gasanschluss müsst ihr euch nicht kümmern. Beides ist fest installiert. Das ist perfekt. Unser Wohnwagen ist das Zebra. Wir stehen oben rechts am See, leider nicht mit Blick auf den See. Dann zeigen wir euch mal die Mietwohnwagen, die um den großen See verteilt stehen. Kurz nach der Einfahrt befindet sich schon der erste große Bereich. Die Wohnwagen Adler, Amsel, Bär, Kebus, Elch, Fuchs und Gemse haben einen direkten Blick auf den See. Die ersten beiden Wohnwagen sind Fink und Meise, die waren auf der linken Seite. Das weiß ich nicht, also auf dem Plan sieht das eher aus, als hätten die keinen direkten Blick auf den See, aber das weiß ich leider nicht mehr genau. Hier habe ich die Wohnwagen mit direktem Seeblick in Rot markiert. Diese Wohnwagen haben leider keinen direkten Seeblick, aber steht sich auch da ganz schön. Neben diesem Bereich findet ihr eins von vielen Sanitärgebäuden, die wirklich mehrfach am Tag gereinigt werden. Es ist also alles hier picobello sauber, kann man nichts sagen. Es ist alles vorhanden, was man sich nur wünschen kann. Wer keinen Bock auf Spülen hat, für den steht auch eine Spülmaschine bereit. Was mir gerade hier bei den Waschbecken einfällt, wer seinen Föhn zu Hause vergessen hat, der hat ein Problem. Der lässt besser Luft trocknen, weil hier gibt es keinen Föhn. Die Duschen hier sind super. Also das Wasser kommt nicht tröpfchensweise aus der Brause, sondern mit Karacho. Da kann man vernünftig auch mal seine Haare auswaschen. Perfekt. Was ich noch gefunden habe, ein Babywaschbecken. Voll cool. So, hier haben wir jetzt genug gesehen. Ich habe nämlich gesehen, dass dort eine Treppe runtergeht, die nicht versperrt ist. Da ich von Natur aus neugierig bin, sehe ich mal nach, was es dort gibt. Hier unten findet ihr Waschmaschinen, Trockner und sogar Mietbäder.
Ich habe gerade gelesen, die Mietbäder kosten derzeit je nach Saison und Art des Mietbades zwischen 12 und 60 Euro. Natürlich könnt ihr auch eure Chemietoilette hier entleeren. Entweder ihr macht das selber oder ihr nutzt den Camper Cleaner. Kassette rein, wird gereinigt, super. Wir gehen an der Strandpromenade entlang und kommen zu den nächsten Wohnwagen. Der Wohnwagen Elster hat einen Seeblick, könnte aber eventuell auch durch Sträucher etwas verdeckt sein. Die Wohnwagen Habicht und Gimpel haben einen besseren Seeblick. Das sind diese beiden. Seitlich stehen dann noch die Wohnwagen Pirol, Flamingo, Fasan und Zebra auf der Ecke. Oben links am See stehen die letzten Wohnwagen, von rechts nach links sind das Rotkehlchen, Pelikan und Opossum mit direktem Blick auf den See. Auf der linken Seite, mittig vom See, sind Zeltplätze. Und ein Stückchen weiter runter sind dann Stellplätze für Wohnmobile. Wer keine Lust zum Kochen hat, dem stehen 7 verschiedene Restaurants und Imbissbuden bereit. Gegenüber der Rezeption findet ihr das Pier One. Weiter geradeaus lauft ihr auf ein kleines Häuschen zu. Darin stehen 2 Lebensmittelautomaten. Ob ihr Zahnpasta vergessen habt, etwas zum Knabbern möchtet oder es eine Dose Ravioli sein soll, das findet ihr genau hier, falls der Schlemmermarkt mal geschlossen ist. Der kleine Supermarkt befindet sich genau hinter diesem kleinen Häuschen. Er ist mit allem ausgestattet, was so fehlen könnte. Morgens bekommt ihr da auch frische Brötchen, die müsst ihr nicht vorbestellen. Wer am Nachmittag gerne ein leckeres Stück Kuchen essen möchte, dem empfehlen wir auf jeden Fall, dieses Inselrestaurant aufzusuchen. Dort bekommt ihr selbst gebackenen frischen Kuchen und Torten. Einfach göttlich. Auch abends kann man hier recht gut essen. Ein Stückchen weiter Richtung Schranke findet ihr auf der rechten Seite das Südsee-Badeparadies. Derzeit ist das nur für Südsee-Camp-Gäste geöffnet. Da müsst ihr die Gästekarte mitbringen, die ihr bekommen habt. Und da habt ihr eine Badezeit von 2 Stunden. Die Sauna ist wohl geschlossen, wird aber wohl auf Anfrage geöffnet mit vorheriger Terminvereinbarung. Da müsst ihr dann aber selber mal nachfragen, ob das auch wirklich so stimmt. Das kann ich jetzt leider nicht so bestätigen. Im vorderen Bereich des Campingplatzes rechts die Straße rein, könnt ihr Minigolf und Adventure Golf spielen. Wir haben Adventure Golf gespielt und waren echt total begeistert.
Diese Anlage ist mit so viel Liebe zum Detail angelegt, sehr gepflegt, ohne große Unebenheiten auf den Bahnen. Wirklich toll. Da haben wir echt schon ganz andere Bahnen gesehen, die waren nicht so toll. Das macht dann keinen Spaß. Aber die Anlage können wir echt jedem empfehlen. Spielt dort oder guckt es euch an. Ihr werdet sehen, warum wir so begeistert sind. Wem Minigolf dann doch etwas zu langweilig ist, der findet auf dem Außengelände einen Hochseilgarten, eine Reithalle und auch einen Indoor-Spielplatz. Der Campingplatz hat echt viel zu bieten. Für die kleinen Camper verteilen sich einige Spielplätze auf dem ganzen Gelände. Einer der beiden größeren Spielplätze mit Piratenschiff, Leuchtturm, Wasserrutsche, weiß der Geier was alles noch, findet ihr am großen See, direkt neben der Strandbar. Hier im Campers Inn werden zu Hauptsaisonzeiten auch morgens Brötchen angeboten. Da muss man nicht bis vorne zum Supermarkt laufen. Ich möchte euch unbedingt noch das Waschhaus 4 zeigen. Das ist wohl noch nicht so alt. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, in welchem Jahr es gebaut wurde, aber noch recht neu. Da findet ihr natürlich auch alles, was ihr braucht, ob ihr das Geschirr spülen möchtet oder auch nicht. Da stehen auch Spülmaschinen oder die Wäsche gewaschen werden muss. Findet ihr auch dort. Halt alles modern. Da läuft den ganzen Tag auch Musik. Das ist auch mal ganz schön. Und dann gehen wir mal eben bei den Duschen gucken. Da, die öffnen sich einfach automatisch. Voll schön. Alles wirklich super sauber, ordentlich, modern. Aber ich fand das toll. Das war's leider mit dem Rundgang über den Campingplatz. Wer allerdings kein Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil hat, der zieht einfach nach Sommerby. Da geht's nämlich weiter. Das Feriendorf Sommerby besteht aus 63 schwedischen Ferienhäusern, die sich um ein idyllisches Biotop verteilen. Die Atmosphäre im Sommerby-Dorf ist wirklich ruhig und entspannt. In der Mitte des Dorfs gibt es ein Rathaus, die Sommerby-Rezeption, das Restaurant Bootsmann und eine Villa Kuddelmuddel mit Kreativstudio. Was dort angeboten wird, keine Ahnung. Da informiert ihr euch am besten. Neben den schnuckeligen Schwedenhäusern werden auch noch Chalets angeboten.
Damit ihr eine Vorstellung von der Größe des Platzes habt, hier ein paar Daten. Also der Platz ist 90 Hektar groß, der Badesee ca. 3,5 Hektar groß und an der tiefsten Stelle ca. 5 Meter tief. Er hat 1508 Campingstellplätze, 726 Urlaubs- und 579 Dauerstellplätze. Es werden 183 Mietobjekte angeboten. 11 Waschhäuser und 3 WC-Häuser verteilen sich auf dem ganzen Gelände. Das war's jetzt aber wirklich. Ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Macht es gut!